Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal wieder Pet Simulator X. Oh, hier ist der Pumpkin, den baue ich gleich mal direkt ab. Bringt mir kaum was, aber machen wir. Drut, drut, drut und nix bekommen. Yay. In dem Video werde ich mal wieder ein paar Eggs öffnen, weil wie wir inzwischen alle wissen sollten, das Video ist jetzt ein paar Tage im Vorfeld aufgenommen. Ihr seht das wahrscheinlich am Samstag und ich nehme das jetzt am Mittwoch auf. Aber wie ihr bis zum Samstag auf jeden Fall wissen solltet, gibt es die guten Halloween Eggs nicht mehr. Die Eggs wurden von Preston genervt, weil sie halt zu overpowered waren. Und ich will jetzt mal gucken, wie overpowered sie denn vielleicht noch sind. Es gibt nur noch die 525er Eggs. Heute, am Mittwoch, hat Preston alle Server geshutdown, sodass es keine 666er Eggs mehr gibt. Und die ganzen Eggs, die es dazwischen gab, gibt es alte auch nicht mehr. Hier sehen wir schon, die Chance auf Vampire Bats ist höher, die Chance auf Werwolves ist niedriger und dementsprechend können wir davon ausgehen, dass die Chance auf die beiden Kandidaten hier auch nochmal viel niedriger sein wird. Ich will trotzdem gucken, wie viele Mythicals kann ich noch ziehen, weil heute am Samstag, wenn ihr das Video seht, das Video kommt wahrscheinlich um 6.15 Uhr online und um 12.58 Uhr wird meine Verlosung aufgelöst. Also wenn ihr das Video jetzt noch rechtzeitig seht, vor 12.58 Uhr und noch nicht an der Verlosung teilnehmt, kommt gerne auf unseren Discord-Server, akzeptiert die Regeln, geht zur angepinnten Nachricht in der Lobby und nehmt an der Verlosung teil für eine Chance auf ein paar goldene Ghoul-Horses, die ich ja verlose. Und damit ich mir diese Verlosung auch leisten kann und trotzdem weiter mein Team ausbauen kann, weil ich möchte immer noch ein Full Mythical Team haben, muss ich mehr Mythical ziehen und das wird jetzt ein bisschen schwerer. Ich hau mir auf jeden Fall jetzt erstmal ein paar Boosts rein hier. Ultra Lucky hauen wir rein. Super Lucky kommen direkt zwei, weil das wird ein bisschen länger dauern. Und wir fangen jetzt an zu öffnen. Wenn wir schon dabei sind, ich müsste eigentlich nochmal Crafter fragen, ob er mir jetzt die 800 Robux gibt, die er mir im letzten Livestream noch versprochen hat. Im letzten Livestream meinte Crafter nämlich noch zu mir, yo, wenn du mich findest, bevor die anderen mich finden, dann kriegst du von mir noch den Triple X Game Pass. Den will ich jetzt haben. Wir gucken mal, ob ich Crafter kontaktieren kann und nein, er ist nicht online, also kriege ich den Game Pass jetzt nicht. Leben ist so hart. Oh. Und bisher haben wir noch nichts Cooles gezogen. Hier ein Rainbow Werwolf. Ich bin echt gespannt, was dabei rumkommt, wenn ich jetzt weiterhin Eggs öffne. Wie viele Mythicals ich ziehen werde, weil ich werde auf jeden Fall nicht mein Geld loswerden. Die Eggs sind nochmal ein bisschen günstiger geworden. Ich habe fast 2 Milliarden Eggs, das reicht für fast 4000 Eier. Und 4000 Eier werde ich in diesem Video nicht öffnen können, weil das viel zu lang dauern würde. Ich werde vielleicht 500 Eier oder so öffnen. Dann gucken wir mal, was aus den 500 Eiern so rumkommt. Oh mein Gott, endlich! Ein Grim Reaper, gerne. Die Grim Reapers nehme ich wirklich gerne an. Ich kann die zwar nicht zu Mythicals fusen, aber das sind immer noch sehr gute Pets, weil ihr seht hier in meinem Inventar, ich habe ein paar Dark Matter Grim Reaper. Die ich beim letzten Samstags-Livestream, also vor einer Woche, in die Maschine gepackt habe. Jetzt, in der Vergangenheit für euch, am Mittwoch, habe ich schon ein paar rausbekommen. Es sind inzwischen noch weitere Pets in der Maschine drin. Am Samstag werde ich wahrscheinlich noch viel mehr Dark Matter Pets haben, aber ich kann euch nicht wirklich auf dem Laufenden halten, weil ich weg muss. Ich bin das ganze Wochenende nicht da. Das ist mir auch erst zu spät aufgefallen, als ich schon die Verlosung gestartet habe und sagte, die Verlosung wird am Samstag aufgelöst. Die Verlosung wird auch am Samstag aufgelöst, aber ich werde wahrscheinlich nicht in der Lage sein, die Pets direkt rauszugeben, sondern wir müssen Termine ausmachen. Ich bin das ganze Wochenende nicht erreichbar. Mal gucken, was draus wird. Wenn ihr schon dabei seid, dann schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was haltet ihr davon, dass Preston jetzt die Eggs genervt hat? An sich, ja, es ist schade, dass die Eggs genervt wurden, weil jetzt sind sie nicht mehr so krass overpowered, wie sie vorher waren. Andererseits, sie waren halt vorher krass overpowered, ne? Man konnte so viele Mythicals ziehen, das war eigentlich nicht gesund. Ich bin froh, dass ich am Anfang so viele Mythicals noch gezogen habe, dass ich hier jetzt noch welche habe, weil die sind jetzt, weil das Egg schlechter geworden ist, mehr wert automatisch. Und das macht auch die Verlosung, die ich gestartet habe, mehr wert, weil jetzt kann man gar nicht mehr so viele Mythicals ziehen, wie ich hier habe. Und ich bin auch echt gespannt, wer die 10 Gewinner der Verlosung sein werden. Des Weiteren, heute kommt für euch ja noch ein weiteres Update raus, wahrscheinlich. Weil in der Halloween-Welt gibt es ja hier diese eine Maschine und wir wissen nicht genau, wofür die da ist. Manche Leute sagen, fürs Duplizieren von Pets, das glaube ich nicht. Manche sagen, jo, das ist dann eine weitere Upgrade-Maschine, weil die sieht halt aus wie eine Upgrade-Maschine. Einfach nur in größer. Könnte gut sein, dass man hier hingeht, dann noch bessere Upgrades bekommt. Warum denn auch nicht, ne? Wäre auf jeden Fall cool.
Und in meinem vorletzten Pet Simulator X Video, da hat die Maschine bei mir gebuggt. Ich glaube, da wurden, weil das Spiel halt noch ein bisschen verbuggt war, aus Versehen ständig die Aktivierungseffekte aktiviert, indem ich dann gucken konnte, was passiert, wenn man mit der Maschine irgendwas macht. Was genau dann im Endeffekt dabei rumkommt, weiß ich nicht. Also was die Maschine bringt, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr vermutet. Ich habe da nämlich noch keine wirkliche Ahnung, was Preston damit machen könnte. Vor allem, das ist ja scheinbar eine Eventmaschine. Das heißt, vielleicht ist es ja wirklich eine Maschine, die nur für das Halloween-Event funktioniert und danach ist sie für immer weg. Vielleicht, wenn es so eine Upgrade-Maschine ist, kann Preston sich ja nicht erlauben, die für immer weg sein zu lassen. Dann wird die wahrscheinlich, wenn das Halloween-Event vorbei ist, in den Trading Plaza übernommen werden. Naja, bis jetzt habe ich noch nicht sehr viel gezogen. Ich meine, wir schauen mal in den Chat. Ich habe einmal, ist nicht mal mehr im Chat drin, ich habe einmal einen Rim Reaper gezogen und das war's. Und jetzt, obwohl ich einen Ultra Lucky Boost drin habe, einen Super Lucky Boost, ich habe Luck Forever und ich habe Mythical Hunter und ich habe trotzdem noch nichts anderes gezogen. Das ist echt krass, wie schlecht dieses Eck inzwischen ist. Vielleicht sollte ich auch noch einmal den Server wechseln, das hat ja früher was gebracht, aber naja, es gibt halt keine Server mit besseren Ecks mehr. Ja, ich werde trotzdem mal den Server wechseln, weil ich ungeduldig werde. Ich will ein Mythical ziehen. Gehen wir nochmal rein. Und da sind wir dann auch schon wieder. Und wir gehen jetzt wieder mal zum Eck. Ich mache wieder Voice Chat an, auch wenn mich keiner hören kann. Ich warte übrigens immer noch darauf, dass mich irgendwer im Pet Simulator X Voice Chat anspricht. Und wenn ich bis nächstes Jahr warten muss, wenn das alle haben. Es steht immer noch, der Erste, der mich anspricht, kriegt von mir ein gutes Pet geschenkt. Normalerweise verschenke ich ja in den Livestream zweimal Rainbow Pets hintereinander. Das finde ich stark. Und jetzt, bitte, 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 bitte. Gut genug. Grim Reaper kann ich mitleben. Legendaries sind immer noch Legendaries. Was ich sagen wollte, normalerweise verschenke ich ja in den Livestreams an die Zuschauer immer so gute Pets. So ein Rainbow Pet würde ich normalerweise momentan verschenken. Das ist ein gutes Pet, das mir aber auch nicht zu sehr wehtut, wenn ich es verliere. Wenn mich jetzt hier jemand im Voice Chat ansprechen würde, dann würde er von mir auf jeden Fall einen goldenen Ghoul Horse bekommen. Und wenn es länger dauert, dann werden die Pets, die es gibt, natürlich besser und automatisch werde ich dann halt auch bessere Pets verschenken an den Ersten, der mich im Voice Chat anspricht. Das Angebot steht übrigens nur für die erste Person, weil ich will endlich mit jemandem im Voice Chat einen Pet Simulator sprechen. Am liebsten mit einem Zuschauer. Ich meine, bisher kann ich ja nur in... Oh, 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 und Walkout! Ronaldo. Momentan kann ich ja nur in irgendwelche Voice Chat Showgames gehen. Dann kann ich halt mit irgendwelchen Developern sprechen, die halt, die sprechen alle Englisch, die sprechen alle übers Development. Aber ich will mal mit Zuschauern im Voice Chat sprechen können. Das wäre so ein Ziel für mich. Hier in der Lobby ist niemand drin, der Voice Chat hat. Die beiden Homies dort stehen da und können mich nicht hören, weil wenn man keinen Voice Chat hat, kann man die Leute, die Voice Chat haben, auch nicht hören. Ist echt schade. Aber ich hoffe, dass Voice Chat bald öffentlich wird, dass viel mehr Leute dann Voice Chat nutzen können. Ich habe mich zwar ursprünglich sehr darauf gefreut, dass Voice Chat dann irgendwann mal so wird, wie es vor einem Jahr noch hieß. Vor einem Jahr hieß es, dass Voice Chat ab 18 ist und dass man sein Alter auf jeden Fall bestätigt haben muss. Das fände ich auch ganz lustig, weil dann würde man halt nur mit 18-Jährigen sprechen. Dann gäbe es keine Please Pet, Please Pet, sondern nur Please Pet, Please Pets. Aber Roblox hat gemerkt, das ist blöd, weil die meisten derer Spieler sind halt noch nicht 18. Deswegen haben sie es ab 13 gemacht und das ist auch in Ordnung so. Wenn ihr unter 13 seid, dann tut's mir leid, aber man muss da halt eine Grenze setzen. Voice Chat ist auch immer ein Risiko und Roblox kann das Risiko, kann nicht alle ihre Spieler diesem Risiko aussetzen. Und wo wir schon bei Risiko sind, ich habe letzte Woche ein Watch Dogs Legion Let's Play gestartet. Das hat mal nichts mit Roblox zu tun. Ist mal was komplett anderes, weil es ein Story Let's Play ist. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, schaut da gerne mal rein. Ich finde Watch Dogs Legion total cool. Ich weiß aber, dass sich nicht sehr viele Leute dafür interessieren werden. Aber ich denke, wenn ein paar Leute sich das von euch angucken, werdet ihr bestimmt Gefallen dran finden, weil es ist ein sehr cooles Spiel. Und ich habe richtig Bock, weiter Watch Dogs Legion zu spielen. Andererseits muss ich aber auch noch Roblox-Videos machen und ich will ja nicht irgendwas dem Let's Play vorwegnehmen. Deswegen bin ich die ganze Zeit auf Entzug und denke mir, boah, ich will jetzt Watch Dogs Legion spielen. Aber ich habe schon 3 Parts aufgenommen und wenn meine Videos zu weit in die Zukunft sind, ist das auch nicht cool. Deswegen muss ich leider warten, bis ich weiterspielen kann. Und Walkout! Walkout! Okay, na gut. Leute, komm, wenigstens ein Mythical will ich ziehen. Irgendwann ziehe ich noch mein Mythical. Und wie lange nehme ich denn inzwischen schon auf? Ich nehme schon 11 Minuten auf. Das geht ja noch. 11 Minuten habe ich auch fast permanent durchgequatscht, ne Leute? Ich
Sollt mal aufhören, so viel zu quatschen. Ihr solltet mal quatschen. Erzählt mir mal von eurem Tag. Wie war es denn so? War klar, dass ihr nicht antwortet. Typisch, weil ihr auch keinen Voice-Chat habt. Ich will jetzt aber keine Werwölfe mehr ziehen. Könnt ihr endlich mal aufhören? Ja, wenn sie golden sind und Rainbow sind, dann nehme ich sie gerne an. Aber die normalen Epic und normalen Rare-Pets, die will ich hier einfach nicht haben. Ich könnte natürlich jetzt Auto-Delete anmachen, aber dann würde ich auch automatisch die Rainbow-Pets deleten. Und das will ich nicht. Weil wenn ich so eine Rainbow-Bet ziehe, dann will ich die schon noch haben, weil die kann man ja fusen. Und wenn ich eine normale Bet ziehe, dann machen die das Inventar so unglaublich voll und ich muss so lange die Pets zusammenhauen, bis sie Gold sind. Und darauf habe ich halt keine Lust. Golden Vampire Bet, yeah. Vampire Bet, yeah. Werwolf, yeah. Leute, ich will jetzt endlich mal Mythical ziehen. Habt ihr eine Ahnung, was ich tun soll? Vielleicht nochmal den Server wechseln. Wobei, ich könnte ja mal gucken, wenn ich auf den Privatserver gehe, ob das was bringt. Komm, wir gehen auf den Server, auf dem Roblox Victor ist. Es gab nämlich schon mal die Behauptung von jemandem, dass der Freundesbonus nicht nur für das Geld zählt, das man farmt, sondern auch für das Glück bei den Eiern, aber das halte ich für unwahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass man mehr Glück bei den Eiern hat, nur wenn man jetzt hier so einen 1,2-fachen Freundebonus hat. Da unten stand sogar Coin Multiplier. Also, nee, ich denke, das ist Schwachsinn. Aber eine Rainbow Bed, das ist doch schon mal etwas. Habt ihr eigentlich auch chronischen Husten? Also ich habe chronischen Husten. Ich muss immer husten und dann mein Mikrofon muten. Das ist echt traurig. Oh, Walkout? Please? Pet, please? Please, Mythical? Dann nicht. Gut, dann nicht. Dann muss ich halt damit leben. Dann kriege ich halt keine Mythicals mehr. Aber ich hätte gern Mythical, please. Steht was im Chat? Ja, dass ich einen Grim Reaper gezogen habe. Wow. Stellt euch vor, ihr zieht einen Grim Reaper. Ich meine, ich brauche mich nicht beschweren, Grim Reaper sind immer noch sehr gut. Wie gesagt, in Dark Matter machen die immer noch mein Team aus, aber jetzt möchte ich bitte einen Mythical ziehen und ich ziehe einen Grim Reaper. Ja, es ist ein bisschen ernüchternd, weil man jetzt schon mehr gewohnt ist von dem Eck. Aber an sich ist es ja jetzt wieder richtig. Andererseits gibt es auch noch dieses Eck hier, das nur noch 120.000 kostet. Okay, hier sind die Chancen sehr viel geringer. Wenn ich hier Sachen öffne, da kommen goldene Rainbow-Bats raus. Eine Rainbow-Vampire-Bat, hallo? Noch eine Vampire-Bat. Die Chance für eine Vampire-Bat sind 2%. Warum hitte ich jetzt auf einmal die ganze Zeit 2% Chancen? Jetzt Ghost Cat, okay. Ich will, genau, jetzt habe ich Ghost und Pumpkin Cat einmal gezogen für die Pet Collection. Und wir machen weiter bei dem Eck. Und apropos Pet Collection. Sollte ich vielleicht mal ein Video machen, in dem ich die Pet Collection vervollständige, weil meine Pet Collection ist echt nicht weit. Ich nehme mir halt wirklich nicht die Zeit, meine Pet Collection voll zu machen, aber ich müsste das langsam mal machen, damit ich auch auf die 20 Pet Slots komme. Andererseits muss ich die 20 Pet Slots dann auch noch befüllen mit guten Pets und naja. Und ich habe, guck mal, wie viel Geld ich noch übrig habe. Ich habe immer noch 1,8 Milliarden Candies. Ziehe Rainbow Vampire Bats, aber keine Mythicals. Ich meine, wenn ich jetzt mein komplettes Geld ausgeben würde, würde ich bestimmt mehrere Mythicals ziehen, aber das würde Stunden dauern. Ich meine, diese 500 Eggs, die ich in dem Video hier öffnen werde, das dauert ja für mich schon mindestens eine Stunde. Ich mache, glaube ich, einmal mein Inventar voll, dann reicht das auch. Ich meine, mein Inventar war noch ungefähr 500 Slots frei, das heißt, es wird schon so passen. Golden Werewolf. Leute, ich mache jetzt Autoklicker rein, keine Lust mehr. Dafür stelle ich mich hier hin. Und leg die übereinander, jetzt habe ich Autoklicker drin. Mein Autoklicker läuft nicht. Achso, F7 für Autoklicker, okay. Jetzt läuft mein Autoklicker. Ah, und jetzt kann ich mich zurücklehnen. So muss man nicht die ganze Zeit klicken, so kann man einfach zuschauen. Ich meine, Leute, wofür braucht man denn bitte schon Auto-Hatch? Wenn man einfach auch Autoklicker reinnehmen kann. Der Autoklicker skippt die Excel auch noch für mich. Was ich noch machen könnte, ist, ich könnte bei dem Autoklicker die Zeit auf alle 200 Millisekunden einstellen. Hallo, machst du mal? Achso, ich habe die ganze Zeit F2 anstatt 2 gedrückt. Und dann nochmal auf F7. Und jetzt klickt er die ganze Zeit. Ja, Mann. So viel angenehmer. Ich muss nie wieder klicken. Vielleicht eine blöde Kameraposition für euch, aber ich kann mich strecken. Ich kann an meinem Stehtisch tanzen und ihr seht es nicht, weil ich keine Facecam habe. Wie schön. Und ich werde auch niemals eine Facecam haben, es sei denn, jemand liegt mein Gesicht. Das ist auch so eine Sache zum Face-Leak. Ich wurde ab und zu schon mal nach einem Face-Reveal gefragt. Ich habe vor vielen Jahren, das war schon lange vor Conny, festgelegt, weil es wirklich keine Bilder von mir im Internet gibt. Also es gibt ein paar,
Aufnahmen, wo ich so in der Masse zu sehen bin, das sieht eher aus so wie CIA-Fahndungsbilder, wo ich so 3 Pixel des Bildes einnehme. Man kann mich daran nicht wirklich erkennen, aber ich bin theoretisch drauf auf dem Bild. Das sind die einzigen Bilder von mir, die es im Internet gibt. Naja, und weil es halt keine Bilder von mir im Internet gibt und das eine Seltenheit heutzutage ist, in der Zeit, in der es eigentlich Informationen über jeden überall gibt, dachte ich mir, ich werde auch keine Bilder von mir ins Internet stellen, bis mich nicht jemand anderes geleakt hat und ich habe endlich einen Grim Reaper gezogen. Sehr gut. Das heißt, wenn irgendwann mal mein Gesicht geleakt wird, dann gibt's von mir auch Facecam. Aber solange niemand mein Gesicht leakt, wird's auch keine Leaks geben. Vielleicht wird man niemals mein Gesicht kennen, wer weiß. Vielleicht geht's aber auch sehr schnell. Vielleicht bin ich irgendwann mal auf einer Demonstration dabei, dann werde ich gefilmt von irgendeinem Kamerateam, dann sagen alle, ey, das ist doch Conny, und dann ist mein Gesicht geleakt. Wir werden sehen. Ich meine, das letzte Mal, als ich auf einer Demo war, das war die Artikel 13 Demo. Da gab es auch sehr viele Kameras, aber komischerweise bin ich irgendwie auf keiner der Aufnahmen, die ich im Nachhinein angeschaut habe, drauf zu sehen. Ich wurde immer rechtzeitig verdeckt. Ich wollte gerade sagen, der Traveling Merchant ist da, aber nein, da stand der Traveling Merchant ist departed. Das heißt, ich habe ihn verpasst. Und Walkout, Walkout, Rainbow, das ist gut. Damit kann ich leben. Das finde ich nice. Ja, Mann, Rainbow Grim Reaper. Und ich kann nicht oft genug sagen, wie schön ich das Farbschema von dieser Halloween-Welt finde. Wisst ihr, Violett ist so eine schöne Farbe, wenn man sie richtig einsetzt. Man kann sie richtig hässlich einsetzen, aber das ist ein schöner Verlauf für den Himmel. Und dann im Zusammenspiel mit den Texturen, beziehungsweise die Welt hat ja nicht wirklich viele Texturen, aber den Farben von der Welt, die nicht so gesättigt sind, um einen dann wieder rauszuholen, damit es nicht so quietschbunt ist. Ich finde es schön. Yeah, Werwolf. Wer will schon so einen Werwolf? Wisst ihr, Leute, während ihr jetzt einfach durchklickt, gehe ich einfach mal in die Küche. Tschüss. Man braucht mich ja gar nicht mehr um die... Obwohl, da kommt was und... Goldener Grim Reaper, auch gut. Jetzt bin ich aber erstmal weg. Ciao. Kommt schon, Leute. Ich war jetzt ein paar Sekunden in der Küche. Hab kurz meinen Abwasch gemacht. Komm zurück und mein Inventory ist voll. Habe ich wenigstens einen Mythical gezogen. Ich habe einfach kein Mythical gezogen, als ich weg war. Toll. Und die Boosts laufen auch einfach noch so lange. Na gut. Dann gehen wir mal zum Shop und machen die ersten Pets Gold. Weil Inventory Full ist gar nicht mal so geil. Hier kann ich nicht Gold machen. Weil die brauche ich noch für die Verlosung. Die hier kann ich Gold machen. So, Leute. Ich habe jetzt genug Pets Gold gemacht. Ich habe keine Lust mehr. Was ich jetzt mache, ist, ich gehe wieder zurück in die Halloween-Welt. Werde Auto-Delete anmachen, dass ich die ganzen Vampire-Pets nicht mehr ziehen kann. Die werden, also die, ich werde sie immer noch ziehen können. Aber sie werden automatisch gelöscht. Das heißt, ich stelle das hier auf Rare, dass alle Pets, die Rare sind, automatisch gelöscht werden. Geh wieder hier hin und lasse jetzt eine Timelapse durchlaufen, bis entweder mein Ultra-Lucky-Boost abgelaufen ist oder mein Inventar dann doch voll ist mit Werwölfen, Grim Reapern und vielleicht endlich mal ein Mythical-Pet. Jetzt nicht mehr, aber vorhin hatte ich noch einen Ultra Lucky, einen Super Lucky, einen Forever Luck Boost drin hat und einen Mythical Hunter Game Pass. Egg ist offiziell tot. Ich finde es echt schade, aber naja. Ich hoffe, Preston wird nochmal irgendwas machen, um das Egg zu verbessern, weil ich fand es gut, dass man so viel daraus gezogen hat. Weil so konnten auch schlechtere Spieler die Chance kriegen, mal bessere Pets zu bekommen. Naja, wie gesagt, ich hoffe, dass Preston hieraus was macht. Ich hoffe auch, dass diese unsichtbare Wand hier dann irgendwann mal verschwindet, weil ich kann hier nicht durch. Außerdem hoffe ich auch, dass euch das Video gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da. Abonniert meinen Kanal. Das war's und ciao!